Seid gegrüßt. So, wir stehen jetzt hier, wie scheint, vom letzten Rätsel der Kugelmaschine. So. Ja? Ja, wie machen wir das denn wohl am besten? Ich hoffe, das bringt was. Stellen wir uns mal so auf. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Gehen wir mal hier ran. Ja. Abgelegter Gegenstand. So nicht. Kugelmaschine. Hier ist eine seltsame Maschine mit vier großen farbigen Köpfen im Boden verankert. Auf der Maschine befindet sich eine Inschrift. Jene, die dienen, müssen in Herz, Verstand und Geist würdig sein. Nur jene, die würdig sind, können das letzte Siegel öffnen. Neben der Inschrift liegt eine Schriftrolle. Die Schriftrolle scheint von einem Gelehrten geschrieben worden zu sein, der die Maschine studierte. Ihr überfliegt die Schrift, bis ihr bei der Schlussfolgerung des Gelehrten ankommt. Es scheint so, als ob der Zweck dieser Maschine darin bestehen würde, Glaskugeln in vier verschiedenen Farben zu produzieren. Die Glaskugeln haben zweierlei Verwendungszwecke. Erstens enthalten einige der Glaskugeln magische Flüssigkeiten, die ähnlich wie verschiedene Tränke wirken. Andere Kugeln haben keinen ersichtlichen Zweck. Vermutlich soll man sie in den Behälter platzieren, die ihrer Farbe entsprechen. Die intelligenteste Methode, den Preis zu halten, wäre, sich so viele Kugeln wie nur möglich zu schnappen und die nutzlosen in die farbigen Behälter zu legen. Die Kugeln, die man nicht verwenden kann, werden immer als letztes verteilt. Das Problem dabei ist, dass jedes Mal, wenn eine Kugel produziert wird, auch etwas Unangenehmes. Hier endet die Schriftrolle. Sie scheint mit eingetrocknetem Blut befleckt zu sein. Ja, was ist da wohl passiert? Vor der Maschine befinden sich vier farbige Behälter. Sie haben die gleiche Farbe wie die farbigen Köpfe. Ein roter, ein blauer, ein grüner und ein violetter Behälter. Wie wollt ihr vorgehen? Den roten Knopf drücken. Ihr bereitet euch geistig darauf vor, dass gleich eine Katastrophe passiert und drückt den roten Knopf. Natürlich muss man den großen roten Knopf zuerst drücken. Die Maschine surrt und klappert und erzeugt eine rote Kugel, die ihr aufhebt. Plötzlich hört ihr ein seltsames Geräusch. Am Anfang ist es so leise, dass man es kaum hören kann. Es wird jedoch rasch lauter. Etwas scheint sich zu nähern. Aha. Hobgoblin-Magier. Hobgoblin-Schamane. Hobgoblin-Krieger. Ja. Hobgoblins, ne? Schon springende Hobgoblins. Oh, sie haben Verderben auf mich gezaubert. Das finde ich gar nicht gut. Was hatten die denn so dabei? Nüscht. Nüscht. Und mehr nüscht. Du solltest da hingehen. Danke, dass du meinen Befehl nicht Folge leistest. Ja, würde ich auch sagen. Können wir speichern? Bitte? Vielleicht? Jetzt? Ich würde gern speichern, bevor ich weiter an der Maschine rumspiele. Spiel? Warum darf ich nicht speichern? Ist doch nichts. Hä? Verstehe ich nicht. Darf ich jetzt nicht speichern, solange bis ich das mit der Maschine beendet habe, oder wie? Was haben wir überhaupt bekommen? Dieser überraschend leichte Kugel ist ungefähr so groß wie der Kopf eines Ogers. Abgesehen von ihrer starken Einfärbung ist sie völlig schmucklos. Wiegt nur ein Pfund. Riesig groß und wiegt nichts. So, hier darf ich jetzt mal speichern. Nach einer halben Stunde rumrennen. Ich hoffe, das bringt was. So, arbeiten wir die roten Dinger doch mal durch, würde ich sagen. Und die sollen wir dann hier in diesen Behälter reinstopfen, wie sich das anhört. Hobgoblin. Achso, hier ist noch ein unsichtbarer Bogenschütze. Ja. Kannst du den sehen? Verstanden. Ah. Ja. Ja. Ich kümmere mich drum. Toller Bogenschütze. Sag mir nicht bitte. Unsichtbare Viecher, wie ich sie hasse. Da habe ich einen guten Grund für. Ich warte. Was soll ich tun? Den brauche ich auch niemanden nennen. Ja, wir wollen mehr rote Dinge haben. Ihr bereitet euch geistig darauf vor, ja, Katastrophe. Juhu, wir kriegen einen Gegenstand. Ein bisschen Erfahrung jedes Mal, wie es scheint. Diese Überraschung ist völlig schmucklos. Genau wie die. Schmucklos, ja. Hm. Perfekt. Ich hoffe, das bringt. Was kriegen wir denn diesmal so schön? Spinnen? Oh nein, Fisch.
Tau-Hauptmänner. Und der Schaman. Ja, den Schaman hätte ich mal vielleicht zuerst. Ah ja, egal. Folgt dem mal nicht. Schieß den mal an. Och man. Die tut doch eh niemanden was. So, weg ist er. Dann der noch. Und fertig ist das Ganze dann. Dann machen wir das mal wieder aus. So. Ist schon geschehen. Zersprungen ist er. Ich warte. Ja, Eri, das wird ihn nur wieder zu deinem Tod führen, wenn du Leute angreifst und die sich dann rächen. Die kriegen Giftschaden, oder wie soll ich das sehen? Säureschaden, na, mal wieder. Das macht schon. Wenn es denn sein muss. Lass mich nicht an diesem Ort leiden. Davon los, spuck es aus. Du brauchst dir nicht leiden, trink was. Geht klar. Na, wird das heute noch was? Bist du noch lange beherrscht? Boah, ist das nervig. Ich kann die ganze Zeit Tränke trinken. Solange das nur Eri ist, ist das kein Problem. Die läuft ja auch nicht dumm rum. Die greift ja einfach nur an. Und irgendwann muss die auch aufhören. Aber wir können unseren Freund hier, den Deva, beschwören. Wo war er denn? Haben wir ihn? Haben wir ihn nicht? Er ist bestimmt aus der Liste raus, oder konnte sie ihn beschwören? Der Natur ist bereit. Wir haben bestimmt keinen mehr. Das ist das Problem. Ein stinkendes Loch des Bösen. Ja. Bedeckt deine Sache. So, dann hätte ich gern die nächste rote Kugel. Ich darf auch diesmal speichern, das ist wunderschön. Ich nehme davon aus, dass die Viecher eh keine besondere Ausrüstung haben. Großer roter Knopf drücken. Danke, was kriegen wir diesmal dafür? Diese überraschend leichte Kugel, Einfärbung ist völlig schmucklos. Ja. Sag mir, was kennen wir. Ach, wir haben unseren Dings auch wieder. Was haben wir denn hier? Geistertrolle. Oh, Breaker, benutzt den Hammer genau und lauf auf ihn zu. Mach ihn platt. Weg ist er. Nächster. Weg ist er. Nächster. Oh, Trolle sind toll. Ach, noch ein Geistertroll. Na, jetzt nicht mehr. Fertig, Eri. Schluck auch mal was. Ja, hier, nimm den. Brauchen wir eigentlich was? Nein, uns geht's gut. Dem Rest auch. Und dann holen wir mal die letzte Kugel raus. Roter Knopf. Ach, wir haben nicht gespeichert. Super. Was gibt es? Höhere Wolfwehre. Du gehst mal dahin. Du gehst auch mal dahin. Ja, was wollt ihr? Höhere Wolfwehre, ne? Höhere Wolfwehre. Frühstück. Wolfiges Frühstück. Ja, Wolf wäre halt. Hat jetzt auch niemand was von erwartet. Ach, die geben aber gut. So, das ist ja jetzt. Schmucklose Färbung. Ich dachte, man kriegt irgendwie. Achso, nee, das ist ein Heiltrank. Ich dachte, einige von den Kugeln kann man trinken. Halt nicht. Sag mir, was dann stopfe ich die mal alle hier rein, was? Also mehr Rose dürfte es jetzt auch nicht geben. Ich probiere es mal aus. Wir sind gierig. Rote Kugel. Ihr bereitet euch geistig darauf vor, eine Katastrophe passiert und den roten Knopf. Diesmal scheint nichts zu passieren. Ihr habt den Knopf gedrückt. Momentan möchten wir nichts. Hier füllen wir das mal da rein. Brauchen den roten Müll eh nicht. So, nächster. Füllen wir das nächste ins Grüne oder Blaue? Dann nehmen wir mal Grüne. Ich warte. Heben wir uns die Blauen zum Schluss auf. Das sind die Blauen, das sind Lila, ne? Ja, dann nehmen wir die Grünen. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen mit Schutzzaubern belegen. Ich werde es tun. Belegen, dann geht das ein bisschen schneller. Solange wir noch können und anschließend, wenn wir hier fertig sind, dann können wir uns dann auch noch... Solange so ein Kram kommt wie jetzt, ist das ja alles kein Problem. Also ich fürchte, das wird nicht so einfach bleiben. Wohl, warum sollte das schwerer werden? Hakischara, ja hier, komm her, Viech. Bist du ein Dämon? Nein, Minsk. Nein, ich möchte... Jeder Hamster. Was ist denn so ein Hakischara? Ach, so ein Nebel. Total langweilig. Warum habe ich den in der Liste? Ein Kanonenfutternebel oder wie? So, das sollte auch schon reichen. So, Maschinchen. Ja, nehmen wir die Grünen. Ihr drückt den grünen Knopf.
Man spricht dabei ein Stoßgebet. Aber mir egal. Ich möchte die Erfahrung und die Viecher. Was gibt's denn Schönes heute im Angebot? Mutierte Spinnen. Hier, du da. Sag mir, was zu tun ist. Eri, du nicht. Du gehst mal da irgendwie wohin. Es soll geschehen. Ich warte. Klapp. Ja, mutierte Spinnchen. Geht alle mal schön kaputt hier. Haben wir ordentlich Erfahrung eingestrichen, wie das halt so üblich ist. So, bei den Grünen waren wir mehr... Ach ne, wir speichern eben mal erst nochmal, vorsichtshalber. Hier sind keine unsichtbaren Spinnen, das könnt ihr mir nicht erzählen. Geht doch. Grüner Knopf. Es gibt diesmal... Oh, Erdkolosse. Schade, dass wir keinen chaotischen Schutz auf uns haben. Dann muss das halt auch mal ohne gehen. Eigentlich sollten wir auch hochstufig genug sein. Oh, Minsk hat einen enthauptet. Hast du gut gemacht, Minsk. Das ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Eigentlich können wir noch mehr Zeug beschwören, nur für den Fall. Das wird dann lustiger, umso mehr kommt. Was haben wir denn hier? Todeszauber? Nee, nehmen wir mal den da. Hat Eri noch was Schönes? Nee, diese zwei Viecher, die möchte ich eigentlich... Ach ja, hier, komm her, schmeiß raus. Wir schmeißen dann auch noch den anderen... den niederen Feuerelementar raus hier. So, fünf Kreaturen haben wir da. Ich glaube, mehr konnte man ja irgendwie nicht haben, aus irgendwelchen ominösen Gründen. So, mehr Grün, bitte. Ja, wir kriegen wieder was Grünes. Oh, was ist das denn Schönes? Höhere Erdkoloss-Dinger. Ja, hier reicht mich wieder aufs Maul. Höhere Erdelementare. Und nein, sind das die, die einen ausziehen können? Oder einen Schuh ausziehen? Boah, das wird nervig bei dem Kram, der hier rumliegt. Ich bin mir gerade nicht sicher, da muss ich gleich hinterher mal gucken. Ob die nicht wieder irgendwelchen Leuten Mäntel und sonst was ausgezogen haben. Ah, hier sieht das gut aus. Hier auch. Ich gehe mal davon aus, dass der in der Schildhand nichts hatte. Schuhe, Armbänder hat die, glaube ich, nicht. Können wir mal zuteilen bei Gelegenheit. Das sieht gut aus. Wenn nicht, muss ich halt am Ende alles nochmal durchsuchen. Ja, ja, hier nicht drängeln, ne? Was ist das denn? So, das letzte Grüne hätten wir jetzt auch noch gerne. Solange wir uns keine Leichname anspringen, ist alles in Ordnung. Ihr drückt den grünen Knopf. Da überstreicht ihr ein Stoßgebet. Juhu. Todestyrann? Stockmutter? Älterer Betrachter? Nein? Ja? Das will mir irgendwie nicht gefallen. Greif mir mal die Stockmami an. Ja, ja. Mr. und Mrs. Unendlich Magiewirka. Oh, warum? Alles hätte so schön sein können, aber nein. Ja. Eri wirkt Eri kriegt natürlich viel Wirken ab. Wir auch. Leicht verlässt er, das glaubt doch niemand. Oh Mann, Stockmutter. Was das sein soll, das weiß niemand. Ja, ja, ist unbesiegbar. Unsere Magiewirker können aber auch nichts zaubern, weil die alle blockiert sind. Ach, und wir werden gekerkert. Ja, der arme Berger. Also, so wird das nix. So wird das echt nichts. Stockmutter. Betrachter, warum? Quick Save laden. Ja. Da müssten wir gerade die Erdkolosse getötet haben. Wie gehen wir denn gegen die dann vor? Brauche ich erst nochmal meine normale Gruppe und sammle die hier. Nicht alle. Ich hoffe, das bringt was. Warum nehmt ihr überhaupt die Formation? Achso, das ist die Formation, wenn die so aussieht. Interessant. Also mit 10 Leuten sieht die. Ach, egal. Ja. Das. Und dann hätte ich dich. Ihr dürft direkt hier bleiben, wenn die Stockmuttern dann wiederkommen. Das hätte echt nicht sein müssen, hier mit Betrachtern und so. Ja, hier heilt sich am besten mal selber. Was kann ich tun? Aber da hätte ich mir jetzt aber Schöneres als so eine Stockmutter vorstellen können, was da irgendwie rauskommt. Irgendwie so. Wie wär's denn mit Kobolden gewesen? Da, die kann man wenigstens besiegen. Todeswolke wird wohl nicht so viel gegen die bringen. Ansonsten könnten wir die hier reinzaubern, rausrennen. Und ach nee, lassen wir das lieber mal.
Allerdings könnten wir die Tür trotzdem zumachen und mal wieder aufmachen und gucken, ob ihre Zauber nachgelassen haben. Aber das ist ja auch nicht hübsch. Was machen wir denn da? Wir zaubern mal den oder dahin. Das hilft schon mal ein bisschen. Schade, dass man quasi vorauswirkend nicht schon Freiheit zaubern kann, dann könnte schon mal niemand mehr eingekerkert werden. So, die Magier müssen auf jeden Fall, also Eri und wir müssen auf jeden Fall hinten bleiben und sofort Bandzauber in die Richtung werfen, wie ich das sehe. So, Minz kriegt auch nochmal den hier. Kann ja Hera auch noch einen machen? Dann kann die sich selbst einen machen. Ne, kann sie nicht. Du kannst dir mal das Ding da beschwören. Das hilft dir vielleicht. So, auf gegen die Stockmütterchen. Die Stockmami. Großer grüner Knopf. Danke. So, wir wollen einmal den hier. Und zwar, los, kommt, kommt, kommt. Da, nein. Da funktioniert natürlich genau nicht. Und wir dürfen auch schon nicht mehr zaubern. Eri vermutlich dann auch schon mal wieder nicht mehr. Perfekt. Nein, sie durfte noch. Juhu, aber es hat vermutlich eh nichts gebracht. So, wollen wir erstmal den Todestyrann oder die Stockmutter töten? Töten wir erstmal den Todestyrann. So, du machst mal einen auf den hier und Minsk hättet auch gern den hier und dann machen wir den hier nochmal an. Was wollt ihr? Auf das Viech. Einer ist weg. So, Stockmutter. Leicht verletzt. Ach ja, wir dürfen jetzt auch schon nichts mehr machen. Ja, genau, Kerker Leute ein. Warum stirbt er nicht? Böse Stockmama. Töten wir erstmal den anderen dann. Älterer Betrachter. Sie ist doch hier irgendwie. Oh Mann. Darf ich sagen, dass es ätzend ist, wenn man so Magiefehlwirken auf sich hat und dann gegen sowas kämpfen darf? Ihr Todeszauber. Bringt ja eh nichts. Ja, war ja klar. Magieresistenter Briaga. Wo ist denn mein Zauber hingegangen? Hast du dich einfach bewegt oder warum? Man kann es ja versuchen. Ja, und du wirkst fehl. Wir kriegen hier Schaden. Ich höre jemanden schreien. Ah, Minsk oder wir oder man weiß es nicht. Minsk hört sich an wie wir, wenn... Ja, wir sind tot. Boah, sind die ätzend. Warum die jetzt auch wieder die Dinger irgendwo aus der Versenkung holen müssen? Boah, ne. Ich hab auch keine Lust, mich darüber groß zu ärgern, dass die da ankommen. Ich krieg die schon irgendwann tot. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und des Zufalls. Sagt mir, was zu tun ist. So. Warum sie überhaupt auch sofort loszaubern dürfen? Stimmt, bevor ich meinen Zauber ausgesprochen habe, habe ich schon wieder hier auf irgendjemanden Magie fehlwirken. Ich warte. So, das da. Sie machen ja auch Spinnenweben. Vermutlich, weil sie davon selber nicht erfasst werden können. So, du nimmst den und du nimmst den und... Einer stirbt wenigstens schon mal immer wieder, aber... Der andere mag nicht und ja, wir haben auch wieder alle Magiefehlwirken, das ist total perfekt. Das Einzige, was man versuchen könnte, wäre echt, sich zurückzuziehen. Also die Stockmutter, die sieht schon sehr lediert aus irgendwie. Die müsste vermutlich nur nochmal getroffen werden. Ach, schön. Ja, wir könnten jetzt natürlich versuchen, uns zurückzuziehen, aber ich schätze mal, dass es bringt eigentlich so eine Stockmutter. Ich würde mich doch schon mal interessieren. Rettungswurf Odenwaffe. Stockmutter stirbt. Ah, 37.500. Ja, Mr. Unbesiegbar ist natürlich immer noch da. Wie bannt man einen Zauber von Mr. Unbesiegbar? Eine interessante Frage. Ah ja, Briaga verliert seine Ausrüstung und wird wegteleportiert und die darf ich dann da drin wieder suchen. Wahrscheinlich hat eh keiner mehr seinen Kram an. Ach du doch schon. Minsk ist... Ah ja, kann ich nicht sehen. Boah, nerv. Und du stehst jetzt da hinten unter Kontrolle von irgendjemandem. Ich hoffe, das bringt was. Was kann man denn gegen Magie fehlwirken machen? Ich meine, wenn man das einmal drauf hat, dann kann man das eh vergessen. Ja, könnten höchstens... Eri könnte sich in einem Heiligtum einschließen, ja. Aber das war's dann auch schon. Die Dien schon erledigt.
ziehen wir mal alle zurück und nicht zurück. Naja. Wo auch immer du solche riesigen Ketten, wie du auch immer solche riesigen Kettenzauber machen kannst. Vermutlich sind das keine Kettenzauber, vermutlich zaubert er einfach nur so oft. So, dann werden wir Eri noch versuchen, in ein Heiligtum zu setzen, das eine Vieh zu töten, die Stockmutter zu töten und dann das andere. Der Ältere ist mal wieder der Schlimme. Vermutlich der am wenigsten Erfahrung von dem bringt. So, hast du ein Heiligtum. Da, genau. Ich glaube zwar nicht, dass das gegen Betrachter was bringt, weil die das vermutlich auch einfach bannen, aber hier, gib mir das grüne Teil. Sagt mir, was ja, zu tun wir ist. Machen hier schon mal auf den hier. Ich helfe, wo immer ich kann. Wo war's? Ach, schon wieder überblättert. Eri, zauberst du nicht? Ach, du darfst das nicht zaubern, weil du in einem Heiligtum steckst, oder wie? Naja, wenigstens wurdest du von dem Müll nicht getroffen. So, der ist tot. Stopp, Mami muss auch sterben. So, hier, du machst jetzt wieder den und Boyaga macht auch wieder einen in die Richtung. So, Stopp, Mami stirbt. Und ja, Hera auch. Sie sind ätzend. Das sind einfach nur unfaire Gegner. Der Betrachter hat seine Telekinese-Macht verwendet, um den Spiegelumhang von euren Schultern zu reißen. Perfekt, und weg ist er. Oh Mann. Und noch leichter kann man das Spiel nicht stellen. Die Viecher sind so ätzend. Einfach nur absolut ätzend. Aber ihr Heiligtum ist weg. Das heißt, sie kann hier wieder... Bringt zwar nichts, aber immer in die Richtung hauen. Ja. Wie viel wollt ihr bitte schön noch? Eri? Ja, gut, du bist tot. Noch nicht. Aber so gut wie. Es lohnt eh nicht, jetzt noch irgendwas zu gewinnen hier. Ja. Boah, Ex-Viecher. So stockt man mich schon wieder. Ja, aber in dem Augenblick wird Minz von. Ja, und der prügelt in uns ordentlich rein. Der ältere Betrachter hat einfach das dreckige Problem. Er stirbt mal wieder einfach nicht. Ja, hau einmal auf Eri drauf. Ja, kann man eh mal wieder vergessen. Boah, Ex-Viecher. Ich glaube, ich heb die mir vor Offscreen aus. Wir haben sie ja gesehen. Das lohnt nicht, gegen die zu kämpfen. Da hole ich mir lieber erstmal die anderen Sachen. Da kämpfe ich ja lieber gegen Leichnam als gegen die Drecksviecher. Ihr seid zu weit entfernt, das glaubt ihr auch nur selber nicht. Holen wir uns jetzt mal die violetten Kugeln. Können wir die überhaupt noch irgendwo im Inventar lagern? Ach ja, stimmt, die roten haben wir ja schon weggelegt. Was gibt's denn dafür? Ach, hier Kriegsskelette. Ich warte. Mit Kriegsskeletten kann ich umgehen. Die zaubern wenigstens sich nicht in eine unbesiegbare Hülle rein, die man anscheinend nicht bannen kann. So, machen wir das noch an. So, Kriegsgeleiter, ja. Aber der Leichenberg sieht ja irgendwie auch... Irgendwie hat er was Beeindruckendes. Was steuert denn? Achso, hier, der da. Aber gegen die Betrachter, da muss ich mir echt noch was einfallen lassen. Ja, ist schon geschehen. So, wir wollen mehr Violette, bitte. Ach, hier. Teufelsschatten, ist ja alles egal. Aber die sind ganz schön wild und schnell. Seit wann greifen Teufelsschatten denn so schnell an? Das haben die doch vorher noch nie gemacht. Naja, den Leichenberg am Ende zu durchsuchen wird toll. Aber immerhin ist es Erfahrung, die darf man da ja nicht stehen lassen. So. Der letzte dann jetzt auch mal demnächst weg. Ja, schön. Dafür gibt es ganz viele Schattenschleuser, ne? So wie immer. Wenn die ja anscheinend zu zerplatzen. Ja, wenn die zerplatzen. Total toll. Alles kein Problem, solange keine Betrachter dazwischen sind. Stopp, Mutti, ey. Na, da will ich gar nicht drüber hinwegkommen. Wenn es denn sein muss. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich die platt machen soll. Hier nochmal im Violetten. Können wir überhaupt noch welche? Ja. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ja? Nein? Hier, Idee. Nicht das. Nicht die Idee, sondern die und. Die Dienerin der du hast deinen Zauber nicht. War ja klar. Muss wohl was anderes
ausprobieren. Ja, ihr dreckigen Mistviecher. Da könnt ihr lange ankommen. Mit dem Schwert brauchen Vampire hier nicht ankommen. Einmal gezaubert und alle weg. Also dieser Lichtstrahler, was das denn ist, schon gut. Das dürfen wir allerdings erstmal wieder warten. Und wir können nicht zaubern in der Zeit. Hey, können wir die Flasche benutzen? Vielleicht geht das damit vorbei. Ja. Wir müssen ja eh mal ausruhen. Würde mich mal interessieren. Lass mich raten, es funktioniert nicht mit der Flasche. Naja, klar. Aber wenigstens sind wir sowas ähnliches wie ausgeruht. Ja, Natur, Einzug hier. Aber ich habe Untote gesehen. Das bedeutet dann wohl für uns, dass ich erwarte irgendwie als nächstes einen Leichnam. Weil wir hatten Kriegsskelette, komische andere Dinger, Vampire. Ja, wir speichern lieber eben nochmal kurz, vorsichtshalber. Einmal mehr, lieber einmal mehr als zu wenig. So, was gibt's denn beim violetten Ende? Ah ja, ein Leichnam. Ja? Bestellt und abholfertig. So, hier. Fangen wir mal gleich an. Ja, ja, das wird schon. Hier, mach mal den hier. Und der ist dann gleich schon nicht mehr. Hier, schon verletzt. Ach, was soll das denn da? So, schauen wir weiter hier, Magieband in die Richtung. Ja, natürlich. Was macht der denn da? Elementarleichnam. Hm, ja, lass mich raten. Gleich kommt aus dir so eine Wolke Todeszauber raus und die halbe Gruppe kippt tot um. Alles schon erlebt. Der überrascht mich nicht mehr, das kann der vergessen. Also gibt es zwei Leichname, einen anderen und einen den mal. Hier, trink den. Ich hab gesagt, du sollst das trinken. Trink! Ich werde hier nicht sterben. Jetzt läufst du auch noch dumm rum. Ja. Was hat der denn hier herbeigeschworen? Ich würde es gern anklicken, dann halt nicht. Greift alle den an. Ach so, so ein komisches, ja, Höllenschlund, der kann da gern bleiben. Ach so, wir können ja auch noch Magiebahn. Okay, Minsk hat ihn enthauptet. Wo ist der Höllenschlund hin? Ja, Hera, was macht ihr da? Ach, da ist er ja. Er hat sich unsichtbar gemacht, mal, ja, wenn es sonst nichts ist. Minsk enthauptet ja auch einfach mal den Leichnam. Was ist das denn? Ach so, der hat ganz viel Zeug beschworen, oder wie sehe ich das? Was macht ihr wieder hier oben? Wir werden die zurückteleportiert, wenn die zu weit weglaufen. Das ist ein Höllenschleuser, natürlich machst du den. Ach so, du kannst keine Waffe benutzen. Nein, du hast alle bis auf den Streitkolben verloren. Sofort. Dir ist schon klar, dass ich den ganzen Kram hier nicht wiederfinde. War ja so klar. Hauptsache, der ist nicht in irgendeiner anderen Ebene gelandet. Ja, was soll ich tun? Also, irgendjemand fehlt auch. Nicht der Hera, Erik. Hera, wo bist du denn? Ach, du bist aus Feigheit nach unten gelaufen, oder wie soll ich das sehen? Raus mit der Sprache. Alle im Stich lassen. So, dann muss ich mal meine Waffen wiederfinden. Das würde auch toll. Ja, das sind die schon mal nicht. Das sieht auch irgendwie nicht wie mein Zeug aus. Nee. Was haben wir denn hier? Ach, du hast alles abgeworfen. Sag dir schon mal, dass das nervig ist. Jedes Mal. Dass es dafür nicht irgendwas gibt. Er hat ja nur einen Spiegelumhang an, der irgendwelche anderen Sachen zurückwirft. Anscheinend elektrizitätsbasierte Zauber oder ich weiß es nicht, wofür er gut ist. Da steht, denkt Schaden ab von allen Zaubern, die Schaden. Ja gut, ausziehen verursacht keinen Schaden, aber es ist trotzdem nervig. Sag, was ihr wollt. Wenn er spiegelt, dann sollte er gefälligst auch richtig spiegeln. Der Rest hat seinen Kram. Wir haben unseren Kram. Er auch. Also zwei Leichname sind nicht so schlimm wie die Stockmutti. Das können wir uns merken. Ich warte. Ich hoffe, wir können hier eine Kugel reinwerfen drüben. Plopp, plopp, plopp. Plopp. Hier sind rote drinne, da sind lila drinne.
Mit Grün brauchen wir ja noch nicht ankommen, die können wir auch schon mal reinstopfen. So. Alle sind da. Auch hingeht, macht das böse. Dann bleibt jetzt nur noch die blaue Reihe übrig. Wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ja, wenn ihr wünscht. Da alles nicht so schlimm sein kann wie die Stockmama, können wir die blaue Reihe dann auch noch eben zu Ende arbeiten. Du nicht. Okay, dann niemand halt. Mhm. So, blaues Zeug. Ihr seid zu weit. Ja, ich kümmere mich drum. Speichern. Blaue Kugeln. Was kann da schon Schlimmeres rauskommen als irgendwas anderes? Blau. Wir holen eine blaue Kugel raus. Alles wackelt. Juhu. Taucht da was auf? Ah, ein Magier unverletzt. Ja. Magier halt, ne? Plopp. Er ist einfach, er war zu Besuch und ist gegangen. Ich bin dabei. Nein, da wollen wir nicht nochmal ran. So, wir wollen mehr blaue Kugeln. Ja. Noch einer. Tot. Finde ich gut. Kann man doch nochmal richtig Erfahrung sammeln. Wenn wir immer nur einen Magier kriegen, ist das alles kein Problem. Ich fürchte irgendwie, es wird nicht bei einem Magier bleiben. Und kriegen wir 20 Magier. Ach, du bist noch unverletzt. Naja, hier kommen, warte mal. Wir haben uns angeredet, wir gehen einen Schritt zurück. Nehmen wir mal den hier. Plopp. Und geht's? Nein. Suchen wir mal was anderes. Schmeckt meine Axt. Todeszauber. Er ist gerade umgekippt. Es hat doch funktioniert. Da will ich mal einen Todeszauber benutzen, dann kippt er einfach um. Spaßbremse. Ach ja, ich habe ja gerade schon. Ach, egal. So, blau. Blauer Knopf. Und was gibt's jetzt Schönes? Ich werde es tun. Wir machen hier schon mal. Ich warte. Und wir machen den. Ist er jetzt oder ist er nicht? Magier ist ohnmächtig. Magier dem Tode nah. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. Ja. Aber er scheint einfach nur unsichtbar zu sein. Ja. Er macht bestimmt gerade einen Zeitstopp, oder? Also er hat ein Spiegelbild von sich gemacht, ja, das ergibt Sinn. Braucht ihr etwas? Was können wir denn gegen so ein Spiegelbild machen? Vor allem gegen so einen unsichtbaren Magier. Eine Deva beschwören wird es wohl nicht bringen. So einen komischen Hackeschall nehme ich wieder aus der Liste. Dieser komische Nebel, da ist ja wohl einfach nur peinlich. Hier so einen rubinroten Strahl oder so auf ihn schießen. Eine Bresche? Magst du eine Bresche? Ah, nee, wir finden dich nicht, weil du unsichtbar bist. Ja. Immerhin sieh den doch einfach. Hier, schau ihn ins Auge. Du stehst ja eher am nächsten dran. So, er ist da. Wollen wir noch irgendwas brechen hier? Einmal zumindest. Du müsst ihm nur Schaden machen. Ah, er macht einen Zeitstopp. Kleiner Nervling. Aber wir haben anscheinend keinen Schaden an ihm gemacht. Attackiert Magier. Magier verursacht 3, 4, 2 Schaden. Ach man. Sprichzauber, Symbol der Furcht. Ja. Wenn der Zeitstopp kann und sowas kommt, gibt am wenigsten Erfahrung. Gut, wir haben alle blauen Kugeln. Und dann bleibt mir noch die Stockmutti übrig. Aber ich habe keine Lust, die jetzt nochmal bei der Aufnahme auszuprobieren. Sag mir, was zu tun ist. Ich bin bereit. Und wir haben hier blaue Kugeln. Die stopfen wir dann mal gleich da rein. Plopp, plopp. Die vierfarbigen Kugeln in den vierfarbigen Behältern verschwinden. Ein Schlüssel taucht am Boden auf. Ihr hebt ihn auf und verstaut ihn. Aber ich hatte doch noch gar nicht alles drinne. Langweiler. Doch, ich darf noch den Rest machen. So, wir haben alle drei Schlüssel. Ich warte. Ah ja, um die Stockmutti kümmere ich mich dann allein. Ach so, die meine ist noch betäubt. Ah, ist nicht so schlimm.
Also, ich mach die Stockmutter dann tot und dann machen wir nächstes Mal die Grufte auf. Auf Wiedersehen.